Sucht bin. Meine Stimme, die kennt jeder in dem Banlieue. Meine Stimme im Banlieue, egal wo ich Sucht bin. Das war so der Moment, wo ich halt auf Flucht war, weil ich hatte jetzt meine Tasche weg und ich war in dieser anderen Stadt und ich wusste nicht wohin. Ich bin jetzt einfach in diesem Praktikum reingerannt. Ich bin jetzt einfach in diesen Praktikumsplatz reingerannt beim Friseur, ja, wo ich Praktikum machen sollte, der Laden von meinem Kollegen, und habe mich da gebunkert in der Toilette da bei denen. Die Toilette war direkt neben dem Tresen, Ladentresen. Und mein Kollege sagt, ey, was machst du hier? Ich sag jetzt, ja, Bruder, was soll ich machen, Alter? So, Bullen suchen mich, so, der sagt, ja, ich weiß, hier waren gerade 6 Bullen wegen dir. Ich sag, wie, die waren wegen mir? Der sagt, ja, ja. Der sagt, ja, ja. Hier waren 6 Bullen wegen dir, Bruder. Ich weiß nicht, wie du hier wegkommst, aber du hast bestimmt einen Haftbefehl und so. Und ja, Mann, so war das letztendlich. Ich habe einen Haftbefehl offen gehabt. Und was Haftbefehl bedeutet, ist letztendlich, dass du vorläufig in Polizeigewahrsam genommen werden musst, inhaftiert werden musst, in Haft, ja, Haftbefehl. Das heißt, du musst in Haft vorläufig, es gibt unterschiedliche Gründe, aber meistens geht es darum, dass ein Prozess ansteht, dass ein Fall ansteht und die dich halt voraussichtlich schon mal sicherheitshalber einbuchten wollen, inhaftieren wollen, damit du entweder nicht flüchtest, weil sonst vielleicht Fluchtgefahr besteht oder Verdunklungsgefahr. Wie genau man Verdunklungsgefahr erklärt, kann ich fast gar nicht sagen. Ich glaube, das ist auch so, dass man sich so, ja, vielleicht sogar Papiere fälscht oder so ein Scheiß. Oder halt, dass man weitere Straftaten begeht und so. Deswegen muss man erstmal dann, wollen die, dass man erstmal inhaftiert wird. Genau, ich habe einen Teil schon von dieser Story schon erzählt. Deswegen, aber das ist eine extra Story, weil dann kommt ihr auch, versteht ihr auch diese ganze Geschichte mit dem Zusammenhang auch, mit meiner schulischen Laufbahn. Weil, woher wusste die Polizei jetzt, dass ich da Praktikum mache? Versteht ihr, was ich meine? Weil die sind ja zu meiner Schule gegangen. Die sind zu meiner Schule gegangen und haben mich da erstmal gesucht und wussten ja nicht, dass ich in der Zeit Schulpraktikum machen musste. Und warum habe ich beim Friseur Schulpraktikum gemacht? Erstens, weil es ein Kollege von mir war. Zweitens, weil ich in einer Schule war für Gesundheit und Sozialwesen und wollte eigentlich mal früher gerne so Streetworker-Arbeit machen. So mit jungen Leuten von der Straße arbeiten. So Streetworker, weißt du, was ich meine? Weil ich dachte mir immer, wir Jungs von der Straße, wir hatten keine Leute, so, die sich so uns wirklich, wie sagt man so, weißt du, die uns anerkannt haben, so, die uns gecheckt haben und so. Und deswegen wollte ich halt irgendwie sowas in diese Richtung arbeiten. Deswegen bin ich in eine Schule gegangen für Sozial- und Gesundheitswesen, um halt vielleicht schon bei der nächsten Generation, bei den Kindern schon anzufangen, die zu prägen, ja, mit denen zusammenzuarbeiten, da zu sein. Aber ich habe halt keinen Praktikumsplatz bekommen in diesem Bereich, so Kindergarten oder sowas, einfach wegen meinem Führungszeugnis, weil ich ja schon vorher schon viel Scheiße gebaut habe. Die haben alle nach einem Führungszeugnis gefragt, einfach für ein Praktikum, und ich hatte keinen und musste ja trotzdem ein Praktikum machen und habe dann halt einfach bei einem Friseur gemacht, weil das immer noch in den Bereich Sozial- und Gesundheitswesen reingehört. Ja, das war die Story dazu, ja, wie ich dann da reingekommen bin. Und ja, man, wo die Story geendet ist, so, das erzähle ich euch beim nächsten Mal. In dem Banlieue, komm ich in mein Banlieue, egal wo ich auch bin, meine Stimme, die kennt jeder in dem Banlieue. Lass ein Abo da, Bi. Lass ein Abo da, Bi.